Jetzt wird erstmal Star Wars gesuchtet. Und es dauert lang genug. 6 Episoden. A, 6 Level. Puh, da kommt schon was zusammen. Ja. 36 Level. Oder ich meine auch manchmal 5. Und dann gibt es, glaube ich, noch diese Golden Stein Bonus Level. Ja. Und ein Level ist ja relativ... Na, es ist lang, also es ist nicht kurz. Vor allem, wenn man das so ausführlich macht wie ich. Zum Beispiel, bestes Beispiel jetzt, wenn ich jede Fensterscheibe zerstöre. Aber es muss auch ein bisschen sein, ne? Ich muss das ganze Spiel auch ein bisschen zelebrieren. Ach man, Leute. Warum fetzen die denn die Münzen weit weg? Hin und her laufen. Naja, dann tut Meister Panaka, Papaka, Klanaka noch was ein bisschen für sein Sixpack und joggt ein bisschen. Das ist auch so gut, dass Sixpack trainiert, meine ich, ne? Klar. So. 3 Goldmünzen. Und 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oder 21 oder auch 22 Zelda-Münzen. So, oh, komm, ey. Alter, habt ihr Qui-Gon gesehen, ey, diesen verrückten Egoisten, ey. Wollt mich erstmal sauber wegdrängen, ihr Schweine, ey. Es will mir nicht helfen, wenn ich da hochkomme mit dem Zauber, ne? Also ein Schwein, ey. Also jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber Pappen und so zu, oder sonst bin ich, hau ich ihn bestimmt mal auf die Fresse. Naja, ja, ich mach's jetzt. Stirb du Muschi. Nicht jetzt, wo? Tot. So, das war's von Qui-Gon, der jetzt gerade sich wiederbelebt hat. Der kann das besser, der Brownie. Der kann das viel besser, der Kerl. Ja, guckt euch das an. Was das für ein Pro ist. Elegant springt der gestreckt in die Höhe und bolzt diese Scheiben ab. Ja. Treffen sich ein Rasenmäher und ein Schaf. Sagt das Schaf? Mäh. Antwortet der Rasenmäher. Mäh doch selber. So, mies gedisst jetzt hier, Alter. Gleich mal einen fiesen Witz gerissen. Nein, okay. Der ist uralt, aber ich finde ihn immer wieder witzig. Vor allem, wenn ihn mein kleiner Cousin, der ist... Oh, der ist richtig klein. 5 Jahre alt erzählt und sich jedes Mal, wenn er den wieder selber erzählt, sich vor 5 Minuten Schrott lacht darüber. Weil er ihn auch selber erzählt. Das ist so witzig daran. Und habe ich jetzt sehr gut aus dem Zusammenhang erzählt, so. Rasenmäher, ne? Ein Schaf. Wir haben ja hier viele Schafe rumlaufen. Der Palast wird hier auch sehr gut gemäht immer. Wir haben hier den Fliesenboden, der sehr gut, sich sehr gut spiegelt. Da haben wir natürlich, brauchen wir einen sehr guten Rasenmäher. Gute Motorleistung, denke ich, wir da haben. Und so weiter. Werde ich auch Qui-Gon nachher noch mal fragen, ob er noch mal eine Bock hat auf eine Runde Rasenmähen. Naja. Weg vom Rasenmähen. Wir kommen mal zurück zum Prügeln. Ah, okay, stimmt. Qui-Gon habe ich jetzt schon verprügelt. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Wo soll ich jetzt hin? Ach, da hoch. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Als ob ich da hoch springen würde. Ja, klar. Ja, ist klar.
Ja, klar. So, die Fenster regen mich langsam auf. Aber was muss, das muss. The duty calls. Die Pflicht ruft. Die, für alle wissen, die nicht Call of Duty. Für die alle, die nicht wissen, was Call of Duty heißt. Aber das ist dieses Typische. Man spielt irgendwas, man macht irgendwas. Ja. Und man weiß gar nicht, was die Lieder, was das heißt. Man hört den ganzen Tag ein Lied. Und abends merkt man dann so, oder. Oh, kann ja auch mittags sein, einfach wenn man es viel hört. So. Was heißt das eigentlich? Was singt der da überhaupt? Ich finde den Beat, den Rhythmus ganz geil. Ich finde den Bass ganz geil. Ich finde den Gesang ganz geil. Aber was singt der da überhaupt, oder? Kommt man immer relativ früh mit. Naja. Ja. Kundigen, so nachforschen oder was. Übersetzen oder was. Das hat schon irgendwas mit Intellektualität zu tun. Ne? Deswegen, Leute, in eurer Freizeit kann ich das schon nachvollziehen. Wenn man sich über sowas eher keine Gedanken macht. So, wen haben wir hier? Den R2. R2, da kannst du gleich hin. Erstmal werde ich hier ein paar geschäftliche Dinge erledigen. Mit meinem Droidikasten. Ja. Zwei Packungen Hasche. Ja, ich habe 41.890. Okay, er hat das Angebot nicht angenommen, deswegen habe ich ihn gerade getötet. So, was sollen diese roten Laternen und dieses rote Ding hier? Ah, klar. Warum stehen Droiden hinter der Wand? WTF? What the fuck is going on, Digga? Das frage ich mich auch gerade. Da wie so durch die Wand, das war so ein durch die Wand Kill. Through the wall Kill. Ja. Ich habe gerade nicht mein Handy schnell rausgeholt, Google Übersetzer angeschaltet und das Ganze übersetzt. Frei aus dem Hirn übersetzt. Jetzt fehlt das Ganze nur noch auf Französisch. Nein. Dazu kommen wir leider nicht mehr. Wie ich jetzt verrasse. So. Und hier haben wir die meist neuen Droiden. Bonjour, Droidas. Tu t'appelles comment? Lol, das war auch gerade so. Ich hab gefragt, Bonjour Droidikas, und habe ich gefragt, wie sie heißen. Aber wie sie schon mit Droidikas begrüßt habe. Ihr versteht? Nein, gut. Gehen wir weiter. So, hier haben wir ein Fenster. Und der Brownie. Prinz Papakukas, Papa Lakadats, Papa Poporokos, kann das Ganze wieder zerstören. Was Obi-Wan und Qui-Gon Jinn, der Hauptschüler, der Förderschüler, nicht kann. Ja, stellen sich ein bisschen blöd an. Das sind eher die Dummen unter uns. Ja, Muskelmasse, aber nichts oben drin im Hirn. Wie es halt immer so ist, ne? So. Jetzt will ich erstmal diese scheiß Droiden von da oben weg haben. Die nerven so. Ich will hier in Ruhe erstmal eine Runde chillen, ey. Erstmal sauber meinen Campingstuhl aufbauen, eine Runde chillen, und dann schießen die Droiden hier von links, rechts, oben, unten mich ab, ey. Ja, ich weiß echt nicht, was so ein Müll soll. Wollen die mich provozieren, oder? Wollen die mich aggressiv machen und so tun, als wenn die was könnten, obwohl die schlecht sind? Ah, das klingt gut. Och, mein Gott. Ah, ich bin auch so doof hier. Ich kann hier hoch. Ich kann mich hier hoch so ein Spider-Man liken. Och, bitte. Ja, ne Scheiß. Jetzt müsste sein blauer Anzug nur noch weiß sein. Denn ich bin nicht Spider-Man. Aber ja, okay. Dann müsste die Mütze noch übers ganze Gesicht gehen. Und ja, aber das Rot passt schon. Ne? Und dieses Schwarz, glaube ich, ist auch ein bisschen drin. Das kann schon gut sein. Aber Spider-Man ist leider kein Brownie. Daran wird's fehlen. Naja, Padme. Padme ist weiß.
sich auch hoch ziehen. Ja, okay, sie hat kein Rot an, aber Schwarz. Vielleicht ist das ein Ersatz. Ich glaube, Schwarz hat er auch ein bisschen im Anzug drin. Padme Spider-Woman. Okay. So. Ich hoffe, dass wir mal 100% schaffen. So, wenn ich mal nach Zeit gehen würde, müsste auch mal langsam das Level zu Ende sein. Aber wie man es aber auch kennt, werden die Lego Star Wars Spiele auch immer professioneller. Also haben die wirklich so gedacht, machen wir mal das Level, machen wir mal die Level für Level immer schwerer. Also werden die auch etwas länger gehen, kann man daraus schließen. Ich denke, deswegen ist das auch nicht ungewöhnlich, dass sie schon so lange gehen. Also man hat das natürlich eine Begrenzung. Nicht, dass es jedes Mal 2 Minuten drauf geht und dann geht irgendwann das letzte Level. Aber wird das denn gehen, ne? Relativ lange, sagen wir mal. Ein paar Stunden. Das denke ich wohl eher nicht. So. Jetzt haben wir so einen bunten Springbrunnen. Hey, ich habe gedacht, Druidika hat ihm nicht das Hasch gegeben. Warum? Ich sehe alles bunt. Eigentlich wollte er das Angebot nicht annehmen. Letztendlich war aber doch Obi-Wan das Arschloch. Er hat ihm die Hasch gegeben und hat ihn eiskalt gekillt. Es kam also dreifach. Er hat das Hasch gegeben, ist gestorben und hat nicht sein Geld bekommen. Das ist doch fies. Ja. So. Mal wieder so ein Secret Temple gefunden. Mit krass vielen Coins. Diesmal singe ich nicht Indiana Jones. Ja, es ist ungelogen, ich krieg auch öfter, also Ohrwurm ist in Musik immer schon von Star Wars. Ist denn immer so, dass ich so denk, cool die Musik und so, und dann stehe ich unter der Dusche und singe, und nach 5 Minuten summen von irgendwelcher Star Wars Melodie oder so, da frage ich mich eigentlich, was singe ich hier überhaupt? Ja, was für einen Müll mache ich hier überhaupt? Das muss einem auch erstmal bewusst werden, was man so die ganze Zeit treibt.